Wie sehr warst du überrascht, als es offiziell wurde, dass Thomas Tuchel der neue Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft wird? Gar nicht so sehr, weil natürlich der Markt jetzt an Top-Trainern, die eben auch wirklich schon was vorzuweisen haben, große Titel gewonnen, wenn möglich auch auf Vereinsebene schon die Champions League gewonnen zu haben, die sind ja alle unter Vertrag. Und dann ist man ganz schnell auch bei Thomas Tuchel, der eben auch in der Trainerzeit wirklich auch viele schon bewiesen hat. Und dann kommt die andere Seite. Beim FC Bayern ging es komplett schief. Das ist, glaube ich, ohne Wenn und Aber auch die klare Aussage dazu. Andersherum, die Engländer, die wissen, was er in Chelsea erreicht hat. Und deshalb glaube ich auch, dass die FA ihn sowieso von Anfang an auf dem Zettel hat. Jetzt hast du gesagt, sie sind relativ schnell auf ihn gekommen, weil Pep Guardiola, der absolute Wunschkandidat, eben nicht zur Verfügung steht, Jürgen Klopp auch nicht. Ja. Ist das nicht unbedingt ein Argument für Thomas Tuchel? Was meinst du, warum hat er den Verband überzeugt von sich? Nein, das kann er. Also ich glaube, dass wir als Typen komplett konträr sind. Er ist Theoretiker, er hat Fußball von der Pike auf aus dem Buch gelernt und hat aber eben mit Fleiß und Engagement sehr, sehr viel erreicht, um nicht fast zu sagen alles. Also da muss man schon mal sagen, Kompliment. Ich bin emotionaler Trainer, komme immer von den Infos auf dem Platz, die ich als Spieler erlebt habe und dann eben auch als Trainer. Und ich wüsste gar nicht, ob wir gut zusammenarbeiten könnten. Und gleichzeitig respektiere ich aber natürlich diese Trainer, die es schaffen, den Fußball auszurechnen. Und da gibt es nicht ganz so viele. An der Vergangenheit Christoph Daum, José Mourinho. Und dann, glaube ich, muss man schon Thomas Tuchel nennen. Und deshalb habe ich da Respekt vor und kann ihm erstmal als allererstes nur gratulieren zu einem der besten drei Trainerjobs auf Verbandsebene. Das muss man sich mal vorstellen. Den englischen Verband oder die Nationalmannschaft zu führen als Manager, das ist großartig. Kompliment. Ja, ist sicherlich einer der emotionalsten Jobs in ganz Fußball-Europa, ohne Frage. Thomas Tuchel ist einer, der polarisiert. Er hat sich bei seinen Ex-Vereinen, sowohl bei Bayern als auch in Dortmund, als auch bei PSG und Chelsea, relativ häufig mit den Verantwortlichen übernommen am Ende seiner Amtszeit und musste dann vorzeitig gehen. Tut sich der englische Verband damit einen Gefallen? Das glaube ich nicht. Da passt er hin. Weil er ist ja nun mal auch eine Führungspersönlichkeit, der gerne im sportlichen Bereich auch das Sagen hat. Und das ist ja in England anders. Ich denke, das weißt du, Tim, dass es dort ja diese Sportdirektoren nicht gibt, die dem Trainer vorgesetzt sind und die ihn überprüfen, sondern da ist eben auch der Manager gleichzeitig und deshalb wird er auch so angesprochen, der Boss. Und das ist Thomas Tuchel natürlich jetzt in seiner Funktion auch für die englische Nationalmannschaft. Somit wird er komplett alles bestimmen. Natürlich wird er mal zuhören, rechts und links, aber genau das hast du ja gerade auch angedeutet. Er macht es gerne alleine auf seine Art und dafür steht er dann aber auch sein Erfolg. Und dann muss er aber auch Minimum ins Halbfinale der WM kommen, sonst ist er eben dann auch nach der WM weg.